Bumerang schädigt alle Feinde. Halt Lähmung. Legt um dich an deine Freunde auf. Angriffskraft. Ich suche was ganz anderes. Kraft-Tropfen. Vorausgesetzt, ich hab sowas überhaupt. Zaubersirup, Kraftsirup. Ich muss doch was haben, womit ich. Nein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es mir die Gruppe nicht zerfetzt. Okay. Die Nicht-Heiler sind alle mittlerweile aktiv. KP und stärker. Die hauen immer noch schön brav drauf. Au. Selan ist nicht mehr betroffen, gut. Draufhauen. Stärker. Stärker. Allerdings ist Arthea der Erste, der kann immer noch Mist bauen. Obwohl er jetzt nicht mehr. Ha! Also, Multipal wurde nicht gezaubert. Draufhauen. Draufhauen. Schutzschild und du machst erstmal Champion. Genau, wenn alle endlich mal wieder in brauchbaren Status sind, kommt er damit. Und Selanto rot. Doch nicht. Ja, das Schutzschild können wir jetzt brauchen. Vor allem, da jetzt sowieso fast irgendwie alle tot sind. Ah, schnell genug, danke. Ich glaube, auf den Angriffsbuff verzichte ich bei diesem Kampf. Dutch. Könnt die Fliege mal aufhören, mich zu belästigen? Ich will diese Fliege verklagen. Detsch, Detsch und Piu! Solange er noch sicher zeigt, der Boss seine harmlose Seite. Will mir gefallen. Allerdings müsste er auch irgendwann mal abkratzen. Au. Schlecht. Und jetzt für... Ah, nur Abwehr, okay. Dann ist das eine reine Schadens-Output-Runde. Yay, Amon ist tot und diesmal war der Kampf... Na gut. Einmal riskant, aber ansonsten ging es einigermaßen. Ba-ba-ba-bam. Das.
Hoffentlich kriege ich vor Daos noch einen Speicherpunkt. Man weiß ja nicht, was einen da erwartet. Du darfst passieren. Pama, das könnte eine Falle sein. Sagte, wir können passieren, also weiter. Aber da stellt er uns auf die Probe. Bloß keine Angst zeigen, er spürt das. So wird es sein. Meine Leute setzen große Hoffnung in mich. Das gibt mir viel Kraft. Auf geht's, Selan. Das Schicksal der Welt liegt in unseren Händen. Ich weiß. Solange das Lufia-Schwert erstrahlt, bleibt die Hoffnung bestehen. Das Licht des Schwertes erstrahlt heller als jemals zuvor. Wir werden die Fürsten der Hölle zerstören und die Welt den Frieden bringen. Und danach kehre ich mit dir heim, versprochen. Du bist der Auserwählte des Lufia-Schwerts? Wer bist du? Ich bin... Und wehe, du sagst jetzt... Was? Wie lautet dein Name? Erim, Meister des Todes. Iris ist eine Verräterin, weil das war ihr Spiegelbild, wenn ich es richtig sehe. Ah. Das überrascht mich zwar ein bisschen, aber irgendwie habe ich es fast schon wieder geahnt. Die Iris war am Ende nicht mehr so ganz zu trauen für mich. Erim, du hast Galis wiederbelebt. Genau, solange ich lebe, sind die Höllenfürsten unsterblich. Um sie zu zerstören, muss man also dich besiegen. So steht es geschrieben. Unser Feind ist der Träger des Lufia-Schwertes. Na dann. Hoffen, dass er mal... Dass er, genau. Dass sie keine allzu bösen Fähigkeiten beherrscht. Gomenasai, ja. Ich fange zu oft an, mich in Japanisch zu entschuldigen, wenn ich nicht sehe. Ich habe keine Ahnung, wieso. Solange alle schneller sind als der Boss, ist es immer gut. Feuerwalze? Irgendwie keinen wirklichen Schaden. So, du da machst noch den Magiestaub auf ihn. Du hast drauf und du machst jetzt aber dann zaubern. Das Schwert mit dem Skelett hat mit dem Schädelschild. Schattenspuk. Okay, das ist ihre Fähigkeit. Okay. Passt, kann mich drauf einstellen. Remo, wieso hast du dich verpisst? Du hast mich verraten. Heul. Egal. Das nenne ich Schaden. Athea noch eine Runde zum Heilen. Okay, das wird eine einfache.